Geogesser Battle gegen Unge. Es ist wieder soweit. Simon Unge gegen Milo der Schweizer. Wir spielen die Map Weird but Cool Places und haben 2 Minuten pro Runde Zeit. Über ein Abo und eine positive Wertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke für den Big Baba Support in der letzten Zeit. Okay, let's go. Okay, ich darf nichts sagen. Du darfst nichts sagen. Also sieht schon mal aus wie Amerika für mich. Ja, schon eine weirde, aber coole Location. Das ist eine Kirche, The Burgers Shack. Das ist wirklich eine gute Location. Sehr, sehr cool, die Location. Sehr cool. Nichts Spezielles, Digga. Hä, warte mal. Ich reise in die Zeit. Hier ist kein großes Schild. Oha. Wenn ich zurückreise. Back to the future type Beat. Auf einmal ist da ein großes Schild. Und zwar ist das die Casey First Baptist Church. Aha. Heißt hier Casey der Ort? Aha, das Schild, da haben wir alle Infos. World Largest Wind Chimney. East Downtown. Das heißt wirklich so cheesy. Okay, der Ort heißt schon mal Casey. Casey Neistat? Casey Neistat. Okay, dann müssen wir einfach jetzt noch erstmal Casey suchen, weil ihr habt noch 1 Minute Zeit, dann habe ich Zeit. Also Amerika ist groß, es wird schwer, Casey zu finden. Okay, wo könnte Casey sein? Ja, ich sag nicht. Weißt du's? Noch nie von Casey gehört. Okay, warte. Noch nie. Am allerstärksten wäre es eigentlich, wenn ich so einen Straßen, so welche Road das wäre, aber das ist jetzt fast unmöglich in 2 Minuten, deswegen. Wo könnte Casey sein? Noch 40 Sekunden? Ja, aber ich glaube, Casey ist, so wie es aussieht, ist es für mich eher in den Südstaaten. Ja. Ich würde sagen, es ist vielleicht in Alabama und zwar ist Casey in der Nähe von Selma. Selma hat meinen Okay, Laurel. Laurel. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Laurel. Oh, noch 9 Sekunden, 8 Sekunden. Ja, ich denke, das ist in der Nähe von hier. Ist? Oh, gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Amerika ist nicht schlecht, weil USA ist immer extrem schwierig. Ja. So groß. Also ich hab gesagt, Südstaaten war aber eher Mitte. Ist in Indiana. Eigentlich wäre es sinnvollste bei Amerika immer in die Mitte zu gehen, weil dann bist du nicht so weit weg von oben und nicht so weit weg von unten. Ja. Ich war das dumm eigentlich, dass ich nach unten gegangen bin. Dumm. Weird cool places. Oh, ich bin unter Wasser. Oh mein Gott, ja, das ist also wirklich. Das ist wirklich. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Das darfst du lesen, weil das da steht. Was darf ich lesen? Also das, was dort unten auf dieser Linse steht, das darf man lesen, aber. Nichts Wichtiges oder nichts, das dir hilft. The Ocean Agency. Caitlin Seaview Survey. Das ist wirklich. Das ist eine weirde Location jetzt. Das ist aber auch eine ganz freche Nummer. Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es in der Nähe vom Great Barrier Reef in Australia ist. Weil ich weiß nicht, wie das Great Barrier Reef aussieht, aber es sieht aus wie ein Great Barrier Reef hier. Oceania. Geh nach Australia und jetzt muss ich überlegen, ich weiß gar nicht genau, wo das Great Barrier Reef ist. Das ist natürlich jetzt die Frage, mein Lieber. Aber es wird hier irgendwo ausgeschildert sein. Dort warst du nie in Australien? In Australien war ich noch nie. Wie viel habe ich noch? Du hast noch 52 Sekunden, ja. Oh, ist die Kamera doof da? Soll ich sie gleich woanders hin tun? Weil die Zeit. Ah, true, ja. Die Zeit können wir nicht sehen. Scheiße, ich weiß ja. Okay, Great Barrier Reef, bisschen sus. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, das ist um Sydney rum, aber ich bin mir halt nicht sicher. Wirklich nicht. Ich weiß auch leider nicht. Das Great Barrier Reef war hier irgendwo. Es ist wahrscheinlich nicht mal ausgeschildert. Ich weiß auch nicht. Ich klicke jetzt einfach hier in der Nähe von Sydney. Ich klicke in der goldenen Mitte. Und jetzt mache ich die Kamera noch kurz runter. Oh, es ist in den Philippinen gewesen. Das rauszufinden ist wirklich unmöglich. Das war wirklich unmöglich. Also das hätte ich ja niemals herausfinden niemals. Können. Niemals. Und es war auch mitten im Meer. Eine leere Runde für mich. Irgendwo Südosten. War schon mal gut von der Welt. Das wusstest du das natürlich. Das wusste ich. War sonst, an den Fischen oder das Nemo. Sonst wäre ich da nicht hingegangen. Ich bin ein Profispieler. Ja, okay. Ja. Dann gehen wir in die nächste Runde. So. Oh, es ist verpixelt. Oh nein. Jetzt besser. PeterParanomic@gmail.com. Wish you were here. 360. Your logo here. Okay, also es ist der Terminator und es sieht amerikanisch aus. Man kann sich nicht bewegen. Also wieder nicht. Es ist aber auch scheiße, dass ich 2 Locations habe, mich nicht bewegen. Ja, weil du wolltest natürlich weird, but cool Maps. Das ist wirklich nicht cool. Das ist. Kannst du mir noch kurz eine Mail schreiben und fragen, wo das ist? Peter, voll. Wo sind wir hier? Okay, also für mich ist das Ganze eine klare Sache. Ja, okay. Für mich ist das eine ganz klare Sache. Wir sind hier bei Iron Man und bei Terminator. Und wo ist in Amerika, wo wird die große Filmgeschichte geschrieben? In der Nähe von Hollywood natürlich. Wo ist in Amerika da? So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu Sacramento, ist die Hauptstadt von Kalifornien übrigens. Ach so. Wusstest du das? Das habe ich schon mal gehört, ja. So, wir gehen jetzt erstmal nach... Wo ist Hollywood? Aber das ist die Frage, ne? Ja, San Francisco, das heißt hier unten drunter. Warte, in Los Angeles. Noch 35 Sekunden, ja, mein Lieber. Ja, okay. Und zwar in Los Angeles irgendwo... Wir klicken schon mal irgendwo hin. Du warst ja schon in Hollywood. Ja. Aber in dem Ort war ich nicht. Aber du hast dir einfach Dings gegönnt. Uber, du weißt keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich klicke einfach mal. Okay, rein in die Masse. Wo ist Hollywood? Ich glaube... Santa Monica Pier, hier war ich auch schon. Ja, aber ein bisschen das heißt, nördlicher. Ein bisschen Beverly nördlicher. Hills. Hier, ein bisschen nördlicher. Egal, wäre nördlicher in Hollywood, aber... Oh mein Gott, das geht... Oh nein, es ist in Venezuela. Nee, es ist in Trinidad und Tobago. Die Idee war gar nicht mehr schlecht. Ja, aber es ist halt weird, but
Cool Max. Oh, jetzt war cool. Okay, wir sind... Oh. Ach, ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe wirklich, also ich habe jetzt... Bist du ein bisschen sauer jetzt schon ein bisschen? Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich langsam sauer werde, wo ich einfach auch mich schon wieder nicht bewegen kann. Doch, doch, kannst du. Ach so. Aber ja, ein bisschen auf dem Meer halt. Die Touristen kannst du auch noch ein bisschen begutachten. Wir zeigen hier Gletscher. Ich war halt noch nie in Island, deswegen kann ich nicht sagen, ob in Island so viel Eis ist. Deswegen würde ich eher sagen, das ist vielleicht in der Nähe von Grönland. Mhm. Und deswegen klicke ich einfach mal, ich habe keine Ahnung, brauche ich auch gar nicht rumbewegen. Ich klicke jetzt einfach mal auf Greenland. Yes, sir. Und klicke jetzt, oder es könnte es vielleicht auch in Iceland sein hier, der Gletscher? Nee. Ich klicke hier auf Grönland und zwar klicke ich hier auf... Das ist doch eine ganz klare Sache. Wo klickst du? Okay. Oh. Oh, es ist in der Nähe von... Nee. Es ist Nee. Ich hätte bei Norwegen oder so geklickt. Das ist wirklich unmöglich. Es gehört zu Chile? Gehört das zu Chile? Ja. Also jetzt habe ich aber wirklich keinen... Also 3 Punkte, jetzt reicht's. Oh nein. Ich bin auf dem Mount Everest? Das wäre mein erster Gedanke gewesen, aber das kann man halt auch... Auf Mount Everest ist doch viel mehr los. Aber ich klicke jetzt trotzdem auf den Mount Everest. Wir gehen erstmal nach... Nepal? Nepal. Und dann gehen wir auf den... Östlicher? Gerade an der Grenze zu China. Ah ja, das. Oder China. Ja, ich klicke einfach drauf. Zack. Oh mein Gott. Nee, aber was war? Was ist das für eine Scheiße? Es ist in Kanada. Aber das ist wirklich eine absolute Frechheit, die Mann. Also ich habe 3000 Punkte. Mal gucken, was du schaffst. Okay, rein in die Masse. Ja, du kannst bewegen? Nee, okay. Kann ich auch nicht. Aber du hast wenigstens Menschen und Schilder. Immerhin, ja. Du weißt zumindest, dass es jetzt in Indien ist. Was? Das weiß ich jetzt schon. Siehst du das? Was macht der? Macht der? Das siehst du an der Bollywood-Werbung da oben. Das ist der Vater von Ron? Das ist der ist in Indien berühmt. Vielleicht will ich auch die falsche Pferde locken. Ja, vielleicht gibt es auch ein Land, das übelst Fan von Indien ist. Und deswegen hängen die da indische Schilder auf. Ja, du, ich weiß nicht, warum du mir auch hilfst. Ich verstehe die Politik jetzt gerade nicht so von dir. Sehr, weird, sehr, but cool places. Cool. Wanted. Das ist übrigens nicht in Indien, falls du das denkst. Was? Deswegen ist es ja ein cool place. Es sieht aus wie Indien, ist auf der ganz anderen Seite von der Welt. Komm, lass es. Hier, man sieht, man kann auch nie jedes die Schrift lesen. Aber I guess, das sind so squiggly lines. So, das ist so eine Schrift, das muss so eine Schrift sein. Entweder Sri Lanka. Ah nee, in Sri Lanka weiß nicht, wie das geschrieben wird. Aber ich sag, ich habe auch keinen Anhaltspunkt, ich sag einfach in Chennai und hier ist so ein Filmdings-Cinema und Abfahrt, wir gehen rein. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay, stark. Das war sehr, sehr geil. Junge, ich hatte so eine Scheiße, aber guck mal, was du hast. Ja, ja, ja. Oh, Kaja. Gacha, das ist Spanisch. Oh. I guess, vielleicht auch Portugiesisch, aber Portugiesisch glaube ich nicht. Da hat jemand 29.953 Euro gewonnen, Jackpot. War Monte da oder was? Monte. So, Bing bong. Sehr gut, das ist auf jeden Fall in Las Vegas. Nee, safe nicht in Las Vegas. Du willst wieder Auge machen. Es ist ein cool, but weird place. Es ist sehr weird. Oh, da kann ich raus. Du kannst raus, wie unfair. Geile. Nein, du hast so, das ist so unfair. Du hast so leichte Map, ich hasse. Gran Casino de Ceuta. Ceuta? Dass du rausgehen kannst. Ich sag Europa, beziehungsweise Spanien, weil es sieht nicht nach Südamerika aus. Ich sag, keine Ahnung. Ich sag Andorra. Andorra sagst du? Ja. Nee. In der Mitte, Valencia. Ja, wegen Palmen, ne? Ja. Nein. Oh, was? Es ist Gibraltar. Nee, es ist nicht Gibraltar, es ist Marokko. Nee, gehörst du Gibraltar? Das gehört das zu Spanien, diese Ecke? Was ist das für eine Shape? Das kenne ich, oh mein Gott, nein, das kenne ich wirklich. Ja. Das ist bei, da wurden die Olympischen Spiele gemacht. In Tokio? Ich glaube in Sochi, in Russland, so viel ich noch im Kopf habe. Krank. Warte, Russland, hier und dann hier unten Sochi, zack, und ich sag hier. Okay. Oh mein Gott. Ja, 25 Kilometer, aber ich habe schnell gemacht. Aber ich habe es halt noch im Kopf gehabt. Du hast ja nichts mehr zu verlieren, ne? Ja. Okay, jetzt bist du auch da. Aber bist du da an der Stelle, wo ich bin? Nee. Wo bist du? I love the seas. .es aus Spanien. Espanol. Ist das wirklich? Ja. Ja, ES. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber es ist ja richtig frech. Schau mal diesen Fisch an, der hat auch keinen Plan, was der hier macht. Das ist Spanien, Junge, du bist so ein Arsch. Ich kann nicht mehr. Nee, das ist in Mallorca. Denkst du Mallorca? Nee. Ich denke, es ist in Ibiza. Denkst du? Ja, es ist zwischen Ibiza und Formentera. Okay. Soll ich dir sagen, wo es wirklich ist? La Gomera. La Gomera. Wo ist La Gomera schon wieder? Das gehört zu den Kanarischen Inseln. Das gehört auch zu Spanien, aber da. Hier? Ja, und da La Gomera. La Gomera, okay. Und da irgendwo im Meer. Da, was sagst du jetzt? Ich sag das jetzt. Oh, aber... die Höhenlage haargenau getroffen. Die Höhenlage, wirklich. Ich wusste, ich habe einen Fisch erkannt. Das muss auf dem Äquatorgürtel sein. Ich habe noch eine Runde. Eine Runde habe ich noch. Die habe ich dir richtig schön reingeschissen. Ja, warum höre ich dir eigentlich zu? Oh, hier? Okay, oh, das weiß ich, was ist. Ey, du bist
Das weiß ich, was ist. Das ich kann mich nicht bewegen. Wallabila, ich kann mich nicht bewegen. Okay, soll ich dir sagen, was ist? Nee. Okay, ich will nicht. Ich sag mir ich erst. Kann ja Arabisch lesen. Soll ich dir lesen, was da steht? Ich sag dir, es ist nicht in Marokko. Würdest du nicht sagen Schweiz? Nee, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Nordafrika. Aber jetzt mal eine berechtigte Frage. Ja. Nee, also wirklich jetzt. Leben diese oder sind das Statuen? Das sind Statuen. Schon, oder? Ja. Aber er sieht sehr real aus. Nein, das sind alles Wachsfiguren. Ja, das ja, aber trotzdem. Madame Tussaud in Marokko. Mit in Marokko? Nee, ich glaube nicht, dass es Marokko ist. Marokko nicht. Ich glaube eher, es ist in Tunesien oder Ägypten. Du glaubst Saudi-Arabi? Ich sag es in Riyadh. Okay, ich sag es Nordafrika. Mal gucken, ob wer recht hat. Okay, und dann Madame Tussaud, guck. Da. Wo? Da war's gerade. Madame Tussaud. Da. Was da? Da, Madame Tussaud. Du siehst gar nichts. Du bist so ein Arsch. Das gibt's nicht. So, hier. Meine Bildungsstätte. Auch wichtig. Oh, gut, im Iran. Iran. Stark, stark. Ja, aber was war das für eine Map? Ganz belastend. Aber 15.800 Punkte. Stark. Aber gut gemacht. Danke dir.